Ein Bluesfestival im Uhudlerland. Das ist etwas ganz Besonderes und mittlerweile ist das Event auch zu einem Ausflugsziel für die ganze Familie geworden. Denn Blues ist ja nicht nur Musik, sondern eine Lebenseinstellung. Und das gilt auch für den Pinker Blues im Südburgenland. Blues ist mehr als eine Musikform. Blues ist Lebensgefühl und findet dort statt, wo Musiker das Blues-Feeling glaubhaft rüberbringen. Klar strukturiert, einfach wie Land und Leute. Vom Feeling her ist es so, dass natürlich früh am Anfang die Bluesmusiker ihre seelischen Probleme damit ausgedrückt haben. Daher kommt vielleicht auch ein bisschen die Meinung, der Blues muss immer traurig sein und da geht es immer nur, dass die Frau davongegangen ist, dass der Hund gestorben ist, dass die Whiskyflasche leer ist. Das stimmt natürlich nicht mehr. Heutzutage werden im Blues eigentlich alle Themen verarbeitet, die halt an modernen Menschen auch interessieren. Der Blues lebt von der Traurigkeit der Mollklänge und da ist immer auch ein Hauch Melancholie im Spiel, garniert mit Blue Notes, die Spannung erzeugen. Der Ausdruck Feeling Blue gibt der Musikrichtung den Namen. Ja, das ist diese berühmte Blue Note, die dieser Musik die eigene Stimmung auch gibt und die man natürlich dann gezielt einsetzen kann und verwenden kann. Aber es gibt natürlich auch in Dur-Tonarten den Blues, also es geht eher um dieses verständliche Musizieren. Also ich glaube, dass viele Menschen den Blues verstehen können auch und auch vieles von den eigenen Erfahrungen in diese Musik dann reinlegen können. Auch. Und egal ob Rock, Pop, Hip-Hop oder Soul, mit dem Blues hat alles angefangen. Kaum eine moderne Musikrichtung kommt ohne Einflüsse aus dem Mississippi-Delta aus. Naja, natürlich gibt es bei uns im Südburgenland auch einen Blues und das ist ein spezielles Anliegen von mir, Blues mit deutschen Texten zu machen. Ich habe in unserer letzten CD sogar zwei Nummern drauf in dem alten Hirzendialekt mit dem vielen Uis da und das finde ich, da kann man auch sein Feeling ein bisschen rüberbringen. Also Englisch geht es halt nicht so gut, Englisch ist halt nicht meine Muttersprache, ich singe halt Blues sehr gern auch Deutsch. Südburgenländische Haudegen geben ihr musikalisches Können an junge Musiker weiter. Und das Pinker Blues Festival ist das Highlight im Südburgenland. Mit 8 Bands und lokalen Heroes. Ein Ausflugstipp für die ganze Familie. Kann man sagen, wer spielt da mit? Ja, zum Beispiel die Bluesbomben, die sind ja schon legendär, die gibt es also seit 45 Jahren, das sind die wilden Waldviertler, nicht? Dann meine Nichte ist dabei mit meiner Uhudler Bluesband, der Arthur Fandl zum Beispiel, geborener Güssinger, ist da auch ein Lokalmatador. Dann den Gottfried Frerer haben wir, der junger Senkrechtstarter auf der akustischen Gitarre ist. Also wir haben ein buntes Programm für jeden Geschmack, für jeden Bluesgeschmack etwas dabei, muss man sagen. Was natürlich vielleicht auch zum Burgenland passt, ist, dass eine gewisse Emotionalität da drinnen ist, die man im Blues ganz gut ausdrücken kann und wahrscheinlich auch der Grund, warum man so viele Menschen auch heute noch anspricht. Das Pinker Blues Festival geht am 24. und 25. Juni auf Schloss Eberau über die Bühne. Der Reinerlös der Veranstaltung gilt gemeinnützigen Zwecken. Ja, ein schönes gemeinnütziges Projekt, also bitte gerne unterstützen.